Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Giftcast zu Friends Glitch. Aber warum ist dieser Giftcast zu Friends Glitch so nice? Ihr könnt euch sogar solo verglitschen. Wie geil ist das denn? Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch erst schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich und verpasst jetzt solche krassen Glitches. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr einen kostenlosen Elegy. Den kostenlosen Elegy findet ihr auf der Legendary Motorsport Seite. Außerdem braucht ihr auch noch ein Casino-Penthouse, beziehungsweise eher gesagt, die Penthouse-Garage. Und ganz wichtig, Leute, in der Penthouse-Garage braucht ihr einen freien Garagenstellplatz. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und außerdem braucht ihr natürlich einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und optimalerweise hat euer Freund auch das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet von ihm. Und außerdem braucht ihr noch einen anderen Zielmodus. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Also ich würde sagen, lasst uns doch mal glitchen. Als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online-Sitzung mit eurem MOC. Denn ihr müsst jetzt mit eurem MOC zu dieser Location hinfahren. Warum zu dieser Location? Naja, hier steht dann Autofrack. Dieses Autofrack ist sehr wichtig. Ich sag's euch gleich, Leute, ihr könnt den Glitch auch woanders machen, wo auch noch andere Autofracks sind, die auch immer wieder spawnen. Aber hier geht's am leichtesten, da hier sehr, sehr viel Platz ist. Ich sag's euch gleich, Leute. Aber egal, lasst uns wieder zurückkommen. Ihr müsst euch jetzt merken, wo dieses Autofrack steht. Das ist wirklich sehr wichtig, Leute. Denn ihr schubst jetzt mit eurem MOC das Autofrack einfach weg. Das Ende von eurem MOC muss genau über das Spawn-Location von diesem Frack stehen. Deswegen müsstet ihr euch auch gut merken, wo dieses Frack steht. Falls ihr meint, ja, das könnte jetzt passen, steigt aus eurem MOC raus und holt euren Elegy. Habt ihr euren Elegy rausgeholt, werdet ihr gleich merken, ob ihr euren MOC richtig geparkt habt. Denn das Frack-Auto ist wieder neu gespawnt, aber in eurem MOC. Und das ist jetzt wichtig, Leute. Denn jetzt kommt ein Schritt, den ich jetzt erkläre. Deswegen hört genau zu. Fahrt jetzt gleich gegen euren MOC. Dadurch wagt sich euren MOC nach oben. Da ja dieses Frack und diesen MOC ineinander verbuggt sind. Das löst sich sofort, wenn ihr gegen euren MOC fahrt. Wenn das passiert, müsst ihr die rechte Pfeiltaste spammen. Ihr werdet dann später eine Meldung bekommen oben links, dass ihr euren MOC nicht reinfahren könnt, da euer MOC gerade kein geeigneten Ort ist. Das ist nicht schlimm, Leute. Ihr werdet trotzdem reingezogen. Und euer Ziel ist es, dass ihr ohne Elegy in euren MOC spawnt. Das versuchen wir jetzt einfach mal hier. Sprich, ich fahre jetzt mit dem Elegy gegen meine OC, spamme jetzt die rechte Pfeiltaste, werden das in mein MOC reingezogen und, ja, schade. Ich bin jetzt mit meinem Elegy in MOC gespawnt. Ist nicht schlimm, Leute. Das Coole an diesem Glitch ist, ihr steigt jetzt einfach wieder euren Elegy ein und fahrt wieder raus. Und versucht es nochmal. Sprich, ich fahre jetzt wieder gegen mein MOC, spamme die rechte Pfeiltaste und zack, ich bin ohne Elegy im MOC gespawnt. Jawohl! Das bedeutet, wir haben die Hälfte des Verglitschens schon geschafft. Denn jetzt gehen wir zu Fuß raus und müssen zu unserem Casino Penthouse Garage fahren. Aber wichtig, Leute, ihr dürft jetzt nicht mit einem persönlichen Fahrzeug dahin fahren. Das ist wirklich ultra wichtig. Ihr könnt euch ein Straßenfahrzeug nehmen, euch als CEO registrieren, einen Bassard bestellen oder den Helikopter vom U-Boot benutzen. Alles okay, da diese ganzen Fahrzeuge keine persönlichen Fahrzeuge sind. Job-Teleport geht an dieser Stelle leider nicht, da ihr jetzt kein Optionsmenü habt. Deswegen, leider müsst ihr wirklich fahren bzw. fliegen. Seid ihr jetzt bei eurem Casino Penthouse angekommen, steigt jetzt aus eurem Fahrzeug bzw. Helikopter aus und sucht euch ein Straßenfahrzeug, was nicht zu teuer ist. Denn wir müssen mit dem Straßenfahrzeug in die Garage reinfahren können. Also hier ist kein Supersportwagen, sondern einfach hier so ein SUV oder so ein Coupé. Habt ihr so ein Straßenfahrzeug gefunden, fahrt jetzt zur Penthouse-Garage und wählt natürlich auch die Penthouse-Garage aus. Habt ihr die Penthouse-Garage ausgewählt, werdet ihr merken, dass ihr einen endlosen Blackscreen bekommt. Wenn ihr einen endlosen Blackscreen bekommen habt, drückt ihr jetzt die PlayStation-Taste und sucht jemanden raus, der nach einem Zielmodus habt. Das könnt ihr in einer Community- oder Freundesliste raussuchen. Sprich, wir suchen uns jetzt jemanden raus, der auch GTA spielt und treten ihn bei. Die erste Meldung, die euch erscheinen wird, ist die Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Ihr drückt hier gar nichts, Leute. Wirklich wichtig, dass ihr hier nichts drückt, denn wir drücken jetzt einfach nochmal die doppelte PlayStation-Taste und treten den nochmal bei. Und jetzt merken wir, ob ihr einen anderen Zielmodus habt. Denn wenn ihr einen anderen Zielmodus habt, bekommt ihr eine andere Meldung in GTA. Und zwar, ob ihr sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Und wenn diese Meldung kommt, Leute, habt ihr jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat? Wenn nicht, wenn die erste Meldung hier immer noch da geblieben ist,
müsst ihr jemanden anderen suchen, den ihr beitreten könnt. Denn ihr braucht jemanden mit anderen Zielmodus. Aber in meinem Fall habe ich jetzt jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat, sprich ich drücke jetzt hier Kreis. Habt ihr Kreis gedrückt, werdet ihr merken, dass ihr auf einmal irgendwo gespawnt seid. Und zwar genau an dieser Location. Und an dieser Location werden wir jetzt auch den richtigen GIF-Cast zu Friends durchführen. Und by the way, Leute, ihr seid jetzt richtig verglitscht für den GIF-Cast zu Friends Glitch. Jawoll! Ich würde mal sagen, let's go. Als erstes bestellt ihr euren MOC wieder zu euch. In meinem Fall muss ich ihn kurz einlagern lassen und dann wieder zu mir bestellen. Das müsstet ihr wahrscheinlich bei euch auch machen. Und stellt es dann auch dorthin, wo es jetzt bei mir praktischerweise gespawnt ist. Denn hier muss euer MOC stehen. Falls ihr irgendwo anders gespawnt ist, holt den MOC zu euch an dieser Stelle. Das ist wirklich sehr wichtig, dass dieser Glitch jetzt an dieser Stelle stattfindet. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute. Außerdem, Leute, müsst ihr auch euren LG aus eurem MOC bestellen. Aber über das Interaktionsmenü. Das ist ganz wichtig, Leute, denn ihr dürft nicht zu Fuß in euren MOC reinlaufen. Deswegen öffnet ihr wieder das Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, MOC und bestellt euer persönliches Fahrzeug aus eurem MOC, was in eurem Fall euer LG ist. Habt jetzt alles, so wie es sein sollte, steigt jetzt euer Freund mit ein. Denn euer Freund öffnet jetzt das Handy, geht jetzt auf Kontakte, wählt jetzt irgendeinen Kontakt aus und geht auf Nachricht senden. Bei ihm wird sich jetzt das Textfeld öffnen und Leute, genau das braucht ihr. Euer Freund sagt euch jetzt Bescheid, ey yo, ich habe jetzt mein Textfeld offen, du kannst jetzt weitermachen. Denn jetzt könnt ihr mit eurem LG zu eurem MOC hinten reinfahren. Sprich, ihr fahrt zu eurem MOC und drückt jetzt die rechte Pfeiltaste, um reinzufahren. Ihr werdet merken, Leute, dass ihr gefroren seid, dass ihr einen gefrorenen Screen habt. Das ist nicht schlimm, Leute, denn nach ein paar Sekunden wird euer Freund automatisch rausgeschmissen aus eurem Fahrzeug. Und sobald er rausgeschmissen wurde, seid ihr entfreezed und könnt euch wieder bewegen. Sobald ihr euch wieder bewegen könnt, fahrt ihr einfach mit dem Auto ein paar Meter zurück, dass der blaue Punkt wieder da ist. Und euer Freund kann das Handy bzw. das Textfeld schließen. Denn euer Freund lädt sich jetzt einfach gegen euer MOC. Hat sich euer Freund gegen euer MOC gelehnt, geht ihr zu Fuß rein und wählt alleine eintreten aus. Es ist ganz wichtig, dass ihr auf alleine eintreten auswählt. Habt ihr das gemacht, werdet ihr wieder einen endlosen Blackscreen bekommen. Jetzt müsst ihr wieder jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, ihr drückt die PlayStation-Taste, geht in eine Community- oder Freundesliste und sucht jemanden raus, der auch GTA spielt. Und by the way, Leute, euer Freund sollte natürlich jetzt schon das Fahrzeug bestellt haben, was ihr gerne haben möchtet. In meinem Fall hat er eben schon einen Panzer bestellt. So, habt ihr jetzt jemanden gefunden, der GTA spielt, müssen wir jetzt natürlich testen, ob ihr einen anderen Zielmodus habt. Das bedeutet, wir treten jetzt wieder bei. Die erste Meldung, die sich laden wird, ist ja die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr ihn beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute. Es ist wirklich wichtig, dass ihr nichts drückt. Denn als nächstes drückt ihr die doppelte PlayStation-Taste und dreht ihn nochmal bei. Wenn er jetzt einen anderen Zielmodus hat, müsste sich jetzt die Meldung GTA ändern. Ändert sich die Meldung nicht, hat der besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ihr müsst jemanden anderen suchen. In meinem Fall hat er einen anderen Zielmodus wie ich und jetzt könnt ihr Kreis drücken, Leute. Denn jetzt werdet ihr auf einmal unsichtbar spawnen. Und jetzt, Leute, müsst ihr einfach zu Fuß zum Fahrzeug rennen, was ihr gerne haben möchtet und einfach einsteigen. Und Leute, sobald ihr eingestiegen seid, boom, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Aber Leute, ich fahre jetzt mit meinem Panzer jetzt wieder raus und sage euch, dass ich jetzt tatsächlich das gleiche Fahrzeug habe wie mein Freund. Und so einfach war der Glitch, Leute. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und euch sogar gefallen hat, würde ich mich wirklich übelst freuen, wenn ihr fetten Daumen nach oben geben könntet. Und wenn ihr mit diesem Glitch krasse Fahrzeuge bekommen konntet, dann lasst mir doch ein Abo da. Würde ich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Wombat. Ciao.